So, wir sind jetzt in Hamburg beim OMR-Festival, beziehungsweise auf dem Weg dahin. Wir sind jetzt im Westin Hamburg hier untergebracht. Mach's aber fein. Ja, mein richtig geilen Dude, der richtig geil tanzen kann. Bist du so ein Dancer oder was? Englisch. Englisch? Are you a dancer? No. Show me your moves, come on. Oh! Nice. Nice one. Also, wir sind jetzt in Hamburg auf dem Weg zur OMR Festival und sind hier im Westin Hamburg bis Mittwoch und danach gehen wir in das Hotel, das wir eigentlich wollten. Seht ihr dann, wenn es dann soweit ist. Aber hier war alles ausgebucht, weil irgendwie 70.000 Leute kommen zu dem Event und man mit Geld doch nicht alles kaufen kann, was man will. Ich würde sagen, wir gehen mal los. Gestern haben wir uns getroffen mit Kai Tümmler und dem Shamkan. Auf jeden Fall waren wir geil, richtig geil essen in so einem türkischen Restaurant. Haben wir auch ein bisschen Video- und Bildmaterial, könnt ihr euch ansehen. Und jetzt gehen wir auf das Event. Mein Kameramann hat gesagt, ich soll ein Intro machen. Wir gehen jetzt gleich da rein und dann gucken wir, was passiert. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Ich habe keine Mission. Aber es ergibt sich immer irgendwas, wenn man unterwegs ist. Ihr wisst ja. Ich bin Markus Baulig. Man kann keine 5 Meter gehen, da trifft man schon den ersten Kunden hier, der Isan. Vom Master Your Mind. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du? Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich bin Isa, habe einen Kanal am Master Your Mind auf YouTube. Lehre Leute Mindset, ja, Psychologie und all diese Geschichten und helfe ihnen dabei, emotionale Abhängigkeit zu überwinden. Und bin bei den Jungs im Coaching. Sehr, 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 sehr geiles Training. Sehr, sehr geiles Coaching, ja, und konnte sehr vieles mitnehmen und lernen und bin sehr dankbar, hier heute zu sein, dich zu treffen. Du warst noch nie bei der OMR, ich auch nicht. Nee, heute ist Premiere. Schauen wir, was hier so geht, ne? Let's do it. Ja, das sind Nike Air Jordan, signiert von Michael Jordan, wild. Hammer. Aber das ist geil. Der erste Macintosh. Classic. Der ist sogar signiert von Steve Jobs und Steve Wozniak. Das ist krass. Guck mal, da hinten sind die Unterschriften. Du kannst bei uns Anteile an Collectibles kaufen, auch an NFTs. Und das geht bei 50 Euro los. Oder Walking Master sogar. Was ist so ein Macintosh wert? Weißt du das? 98.500 Euro. 98.000? Und warum kauft man den dann einfach nicht direkt? Komplett? Weil man eventuell nicht das Budget hat. Der also. Sinn ist ja, dass du sehr schnell ein Portfolio aufbauen und diversifizieren kannst. Ja. Wenigsten können ja sagen, ich kaufe mir jetzt eine Audemars Piguet, einen Porsche und einen Banksy. Gut, dass gerade meine Audemars Piguet an, das ist ein gutes Beispiel. Okay. Das war sehr gut. Das war nicht gestellt. Das ist schon eine krasse Bühne, ey. Also wirklich Hammer. Da muss man mal Chapeau sagen an die Veranstalter hier. Ich würde eigentlich auch mal interessieren, ob hier noch irgendjemand ein eigenes Auto hat. Ich habe 18 Autos. Richman, einfach der Name ist einfach Rich. Richman. Kann denn eigentlich nichts mehr schief gehen? Lars Richman. Was soll da noch schief gehen, echt? Lass ein Foto machen, ja, komm. Ja, Bro, ist klar. Alles gut bei euch. Niklas, ein Kunde bei uns. Deine Webseite ist FBA Unstoppable. E-commerce.de kann man sich besser merken. Oder e-commerce.de, gibt es beides. Genau, holt euch unbedingt e-commerce.de, gerade erschienen. Deine Chance E-commerce, richtig gutes Buch. Du hast ein Buch gelauncht, ja? Genau. Und wie läuft's? Genau. Sehr gut, wir haben in den ersten 3-4 Tagen knapp über 1000 Bestellungen. So komplett organisch. Wild. Ja, gutes Feedback bekommen. Bin mal gespannt. Hast du ein Exemplar für mich dabei? Nice. Original verpackt. E-Commerce. Geil. Bro. Wild. Ich bin jetzt auch endlich bei TikTok. Am Stand. Für alle, die Andreas noch nicht auf TikTok folgen, wir blenden erstmal an dieser Stelle seinen TikTok-Account ein. Denn der geht ständig viral. Ich bin U-Bahn am Fahren. Einzige U-Bahn, die ich gefahren bin in den letzten Jahren.
Hier ist Monday.com, ist ein Projektmanagement-Tool. Also es gibt ein paar Projektmanagement-Tools, die man nutzen kann als fürs Business. Monday ist eins davon. Diverse Tools haben diverse Vor- und Nachteile, machen je nachdem Sinn, welchen Business-Case man dann hat oder was man gerade machen will. Ja, bei der einen Agentur macht das eine mehr Sinn, bei der anderen Agentur das andere. Wir als Berater mussten natürlich in alle diese Software-Tools irgendwie mal reinfuchsen und dann schauen, hey, welches macht denn da am meisten Sinn. Und Monday ist auf jeden Fall eins von den 3-4 Stück, die gut funktionieren. Wir sind in der Startup-Area, deswegen, ich fühle mich hier schon ganz unwohl. Wir beschäftigen uns nicht mit Startups, sondern mit richtigen Unternehmen. Leo McGuire. Moin. Hat nicht nur einen richtig geilen Namen, sondern sieht auch richtig gut aus. Der Leo ist bei uns in der Marktführer Mastermind. Und wie läuft's? Gut, sehr gut. Dieser Monat einer der besten jemals wahrscheinlich. Wie viel hat er gemacht? Das ist jetzt der 17. Wir sind jetzt knapp über 100. Nice. Wird nochmal das Doppelte, also nochmal draufkommen. Ja, Mitte des Monats, ne? 200.000. Okay. Ja. Komm mal mit zurecht. Ja. Mit wem bist du hier? Mit dem Marc Meindinger. Ach, der Marc ist auch hier? Ja, ja. Die haben da drüben ihren Stand, wenn du hier rüber gehst. Geil, sag mal, lass mal da hingehen damit. Ja, Bro, ist klar. Noch jemand von der Marktführer Mastermind. Was macht ihr genau? Alle, die hier zuschauen und dich nicht kennen. Wir machen die Paid Social Ads für E-Commerce Brands. Das sieht man hier im Background. Wow, das ist genau der richtige Moment gewesen. Ja, der Pattern Interrupt ist da. Wir sehen User-Generated Content. Wir brainstormen halt, was die Zielgruppe feiert an Content, ja, und schauen dann, wie wir die Produkte platzieren können im Content, sodass die Zielgruppe sagt, so, das will ich mir jetzt auch so anschauen. Deswegen super viel halt auf TikTok-Content, weil die Plattform gerade sehr gut abgeht und das ist der Content, der freiwillig... Genau, und mit deiner Agentur bist du Kunde bei uns und wie läuft's? Gut. Heißt, was geht's bei euch umsatzmäßig? Sechsstellig im Monat schon? Ja. Muss ja jetzt nicht sagen, wie viel sechsstellig, aber... Ja, wir sind auch kein kleines Team mehr, sind 27 Leute jetzt und versuchen jetzt Agentur einfach Mitarbeiter prozessseitig stärker zu skalieren. Sehr gut. Genau, das ist auch in der Marktführer Mastermind. Für alle, die noch nicht in der Marktführer Mastermind sind, www.marktführer.de, könnt ihr euch informieren. Wie viel spendet ihr bei Facebook? Also bei Meta? Kunden? Für die Kunden, ja. Knapp neunstellig. Neunstellig, da muss man erstmal drüber nachdenken. Ja, wie viel ist das überhaupt? Das ist eine Null mehr. 100 Millionen, Alter. Wow. Knapp 100 Millionen Euro. Spendet dieser Kollege mit seinen Kollegen. Das. Genau, also. Ja, ihr verwaltet das. Soll ja auch sein. Aber gibt ja schon das Geld aus bei Facebook für eure Kunden? Ja, unter anderem. Schon ganz schön viel Power, ja, viel Druck drauf. Deswegen, unsere Creatives sind ja auch bekannt dafür, gesehen zu werden und zu performen. So, wir sind heute hier bei Wie viel ist dein Outfit wert mit Markus Baulig und Leon. Genau. So, legen wir mal los. Was hast du denn heute für Schuhe an? Schuhe heute von Valentino. Wie viel kosten die? Ich glaube, ich habe bezahlt 495 damals. Ja, dann schnapper dann. Ja, ja. Wie die Valentinos. Die Hose? Ich will noch fragen, ob die bequem sind. Sind die bequem? Nee. Nee? Musste ich ein Jahr lang einlaufen. Und die Hose? Die Hose ist von Zara. Weißt du doch, Zara beste Hosen. Ja, ja. Fuffi. Fuffi? Ja, ja. Perfekt. Hast du auch einen Gürtel an, oder? Gürtel, ja, aber so ein Standardgürtel. Was hat der gekostet? Weiß nicht, 20 Euro. Und das Hemd? Hemd ist Hugo Boss. Hugo Boss? Normales weißes Hemd. Nicht maßgeschneidert? Nee. Ich muss erst mal abnehmen, dass ich mir maßgeschneiderte Hemden machen kann. Also, bist du noch im Trainingsmodus? Ja, weil wenn ich jetzt abnehme und mir maßgeschneiderte Hemden hole, weißt du, dann bringt nichts. Auf wie viel kommen denn jetzt in Summe? Du hast ja noch was vergessen, mein Lieber. Was habe ich denn vergessen? Ach, deine Uhr! Ja. Ah, ja, da kommt. Okay, was ist das? Was haben wir hier? Rolex. Ah, eine Day-Date. Sehr gut. Roségold, grünes Ziffernblatt. Was ist die wert? Was hast du dafür bezahlt? Also, ich hab Liste bezahlt, 36,7. Aber der liegt jetzt so bei 80.000. Wild. Krass, also doch ein tolles Outfit. Als Bowl, ich weiß ja, das ist ja auch ein gutes Investment. Ein gutes Investment. Ich habe auch heute Roségold angezogen. Ah ja, da. Das matcht ja dann das heute. Das matcht ja dann heute ganz gut. Okay, vielen Dank, ne? Jetzt sind wir hier beim flamierenden Nico begegnet. Dem muss ich jetzt auch mal Hallo sagen. Nico Frank ist das hier. Hallo, Markus. Nico ist auch Kunde bei uns und macht auch sechsstellige Monatsumsätze. Den wollte ich jetzt einfach auch noch ins Video reinpacken. Danke, Markus. Was machst du genau? Wir beraten Direct-to-Consumer-E-Commerce-Marken, also Online-Shops auf gut Deutsch.
Also Startups viele, ne? Ja, vom Startup zum Scale-Up. Vom Startup zu was? Zum Scale-Up, so nennt sich das. Ja, wenn man dann vom Startup zum richtigen Unternehmen wird. Das, was ihr eigentlich auch macht, das machen wir auch nur für E-Commerce. Sehr geil. So, wir haben gerade was richtig Leckeres gegessen. Jetzt fahren wir mal zurück zum Hotel, weil es doch ziemlich viel los bei der OMR. Dann ein bisschen wieder entspannen. Wir wollen ja nicht zu viel unterwegs sein hier. Und dann schauen wir mal, was wir heute Abend so machen. So, wir treffen uns jetzt mit ein paar Kunden und nehmen euch da mal mit. Nach dem richtig leckeren Essen wollte ich mal die illustren Freunde hier aus Hamburg vorstellen. Das ist der David? Genau. Also das ist David Cordes, er ist auch aus Hamburg. Genau. Und was machst du? Wir helfen Handwerks- und Bauunternehmen dabei, mehr Mitarbeiter, bessere Aufträge zu gewinnen. Ja, und ich bin auch aus Hamburg. Wie machst du das? Genau, jetzt seit 2020 mit dem Angebot. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Ja, geht voran. Wir sind jetzt mittlerweile auch ein größeres Team, haben ein neues Büro bezogen, stellen mehr Mitarbeiter ein, wachsen, digitalisieren die Prozesse, ziehen das Ganze gerade. Und ja, können dann weiter wachsen. Auch einen goldenen Handschlag hast du schon, ne? Und natürlich auch den goldenen Handschlag dabei. Den hast du dabei? Nicht dabei, aber schon aber schon erhalten, ne? Ich habe ein Screenshot geschickt bekommen, wo einer in seinem Tinder-Profil da stand mit dem goldenen Handschlag. So. Das ist schon krass. Wirklich. Das war richtig lustig. Ja, hier ist der Raik. Ja. Ich bin Raik Hane. Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Und wir helfen Selbstständigen dabei, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und dafür zu sorgen, dass sie mehr unternehmerische Freiheit haben. Ich bin Ex-Profi-BMX-Fahrer, habe da so auch sehr intensiv das Ganze gemacht mit DM, EM, WM-Titeln und vor knapp 2 Jahren meine Karriere beendet mit Top 20 der Welt. Relativ hohes Niveau und ja, jetzt Family mehr im Fokus oder Eisbaden, andere Sachen, die nicht mehr so wettkampfgetrieben sind. Aber immer noch viel lustigen Sport. Eisbaden gesagt? Eisbaden, ja. Der Rest hat eine Theorie, und zwar, dass Leute, wenn sie Eisbaden gehen, immer noch ein paar Monate davon entfernt sind, richtig down zu gehen mit ihrem Business. Das hat eigentlich mit was anderem zu tun, weil meistens sind es Leute, die fangen an zu skalieren, dann merken die so, oh, kennst du die Leute, die dann so sagen, ja, ich habe gemerkt, das ist irgendwie doch nicht so für mich und so. Einfach die nicht sich genug durchbeißen und das richtig systematisieren, dann nicht skalieren können, dann cappen die so. Und irgendwann haben sie halt einfach keinen Bock mehr und dann gehen sie auf YouTube, gucken sich um, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auf Eisbaden, wenn man sich dann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und dann sagt, da bist du nur ein paar Eisbäder davon entfernt, quasi broke zu gehen. Wobei aber, wenn man natürlich Profisportler ist, wie du, und das auch schon vorher gemacht hat, eine andere Sache ist. Kommt auf den Kontext an. Wenn Leute ein Business haben, dann läuft es richtig, es läuft dann groß, dann hauen die Kohle raus und so weiter und so fort und irgendwann kriegen, keine Ahnung, Steuernachzahlungen rein, irgendwie das funktioniert nicht mehr, Business kracht zusammen, dann fangen die immer an, Content zu machen, ich bin jetzt Minimalist und so, mich interessiert das alles nicht mehr, weißt du? Die wechseln dann und sagen, ja, ich bin jetzt Minimalist geworden, bin ganz oft gesehen, weil sie einfach das nicht zum Laufen bringen, weißt du, was ich meine? Ja. Vorher so richtig am raushauen und dann irgendwann, ja, das ist alles nicht so wichtig, interessiert mich nicht so, ich bin Minimalist geworden, ich trenne mich jetzt von dem ganzen Zeug, ich brauche das nicht. Statt einfach zu sagen, ey, ich habe mir verkackt so. Ich habe irgendwie Kohle rausgehauen, die ich eigentlich nicht hätte rausgehauen dürfen. So Steuern nicht im Blick gehabt und sowas. Also wenn wir irgendwann mal Minimalisten sind, wisst ihr Bescheid. Jo, ich bin Randolph und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Felix haben wir die Fair Family. Wir helfen mittelständischen Unternehmern, als Arbeitgeber attraktiver zu werden, um bessere Mitarbeiter zu finden und dementsprechend auch zu binden. Wir veranstalten jetzt nächsten Monat den Top-Arbeitgeber-Kongress. Da bist du auch Speaker. Freuen wir uns mega drauf, auf jeden Fall. Geht richtig voran, seit wir bei euch im Training sind. Haben in alle Levels upgegradet, die es nur so gibt. Und ich sage immer, ich habe auch Raik mit ins Training geholt, weil ich einfach gesagt habe, es ist total wertvoll. Und
ich glaube, man verliert einfach nur Geld, wenn man nicht euer Training macht. Und zwar mit jedem Tag, wo man nicht lernt von euch und die Dinge umsetzt, die ihr einfach mitgibt. Ja, ich bin Gary Vorbrack. Wir haben eine Bildungseinrichtung und bilden Steuerberater aus. Und das auch schon seit 2,5 Jahren sehr erfolgreich. Und kommen natürlich auch aus Hamburg. Also als wir im November das letzte Mal zum Interview waren, da waren wir noch bei 50.000 bis 60.000 Monatsumsatz. Und mittlerweile konnten wir das Ganze dann auch zu einem goldenen Handschlag hochbringen und sind da jetzt sehr erfolgreich, auch dieses Jahr weiter am Wachsen, suchen viele Mitarbeiter, stellen da natürlich auch viel ein. Demnächst kommt wahrscheinlich auch ein neues Büro dazu. Und ja, macht auf jeden Fall riesig Spaß, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Die geben einem immer wertvollen Input, egal an welcher Stufe man gerade steht. Und man kann stetig einfach wachsen, wenn man da einfach auch ein gutes Angebot hat, wo man vielen Menschen weiterhilft. Da ist man, glaube ich, immer an der richtigen Stelle, das dann nach vorne zu bringen. Ja, heute ist auf jeden Fall der Tag der 6-stelligen Kunden. Weil wir haben auf dem Event auch die ganze Zeit über 100, über 100, über 100, über 100, über 100. Wir werden übrigens auch hier bei Gary werden wir vorbeigehen Freitag, bei Randolph auch wahrscheinlich. Wenn es zeitlich passt, beim David, gehen wir vorbei. Checken wir mal deren Offices ab. Das heißt, wir werden noch Videos machen, wie wir bei den Jungs vor Ort sind. Da können wir auch über die Geschichte ein bisschen mehr sprechen, über die Learnings. Und machen wir dann entweder hier in dem Vlog oder im nächsten. Kleine Vorschau. So, wir haben jetzt das Hotel gewechselt und jetzt fahren wir wieder zurück zur Messe, um noch weiteren Premium-Content für euch zu kreieren. Auf geht's! Zweiter Tag, wir sind wieder da. Der Macintosh ist immer noch da, er wurde noch nicht verkauft. Er ist noch da. Gucken wir mal, ob hier was skaliert wurde. Hier übrigens, wer mal in Ruhe arbeiten will auf der Messe, ja, der geht einfach in so eine Box rein und macht mal gerade einen Closing-Call. Muss sich ja lohnen, die Messe, ne? Deswegen. Also wenn man auf einer Messe ist, dann setzt man sich in so eine Box rein und setzt sich an deinen Laptop und arbeitet da im Stillen. Von 9 bis 18 Uhr, genau. Create, succeed, repeat. Ja, man muss einfach den Erfolg wiederholen, wenn es funktioniert. Da haben sie recht. Einfach immer weitermachen. Erfolgreich sein ist eigentlich relativ langweilig, weil du machst immer dasselbe. Immer dieselben Vorgehensweisen im Marketing, dieselben Vorgehensweisen im Vertrieb. Man arbeitet mit den Kunden immer dieselbe Art und Weise oder entwickelt sich natürlich auch immer weiter, aber im Grunde macht man immer dasselbe, um erfolgreich zu sein. Denn ein gut laufendes Restaurant, das verkauft an Tag 1 Essen und verkauft aber auch noch an Tag 950 Essen. Verwechseln aber viele Selbstständige, weil die springen immer von Thema zu Thema, ändern ihre Positionierung komplett sinnlos. Deswegen create, succeed, repeat. Immer schon wiederholen, was funktioniert. Gut, und dir? Online. Hier ist der Michael Klöpp, CEO von International CEO von Copecard. Ja, genau. Wir freuen uns enorm. Hier ist es ein super spannendes Thema hier, finde ich. Die ganzen Themen Online-Marketing wirklich entstehen halt hier so ein bisschen. Also viel Austausch bei den Erfindern. Genau, ja. Genau. On the ground, doch, ja. Bist du extra aus Dubai angereist? Aus Dubai, genau. Wir hatten noch ein paar andere Termine hier, deswegen konnte ich das so ein bisschen kombinieren. Du hast ja auch, glaube ich, eine Yacht, oder? Ne? Genau, ich habe ein Boot, genau, ja. Ein Boot in Dubai, das ist ja dann auch deine Work-Life-Integration. Absolut, aber ja. Arbeitest du wahrscheinlich drauf, ne? Jeder, der kommt, auch wenn der Raum nicht besuchen kommt, der guckt dann immer auf diesen Ausblick. Ist halt auch ziemlich schön, dann von da einfach zu arbeiten. Ich liebe halt die Natur dann, ja. So muss es sein. Sehr gut. Ja, hat mich gefreut. Ja, erstmal Sonnen. Oh, ein Sale. Das Leben ist gut. Das Leben ist gut zu mir. Das ist eine schöne Kreditkarte. Sieht auch gut aus. Das ist American Express. Ich kenne mich ein bisschen damit aus, weil ich sammle Kreditkarten. Und ich muss sagen, es ist heute echt ganz gut schon gelaufen, muss man sagen. Viele Menschen, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Jetzt mal ohne Quatsch. Es gibt die unglaublichsten Spinner, Menschen. Es gibt Leute, die sammeln Kreditspuren. Ich sammle halt Kreditkarten. Es gibt eine Kreditkarte, die ist der Star meiner Sammlung, die darf ich dir mal geben. Mach die mal bitte auf und du wirst sehen, da ist was drin. Eine Kreditkarte. Und dann vielleicht kannst du die mal selber hier. Okay. Ist das zufälligerweise, hol sie ruhig selber raus, ist das zufälligerweise deine Karte? Ja, das ist meine Karte. Hier ist übrigens auch aus Koblenz, beziehungsweise genau genommen aus unserer Heimatstadt, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber wir kommen aus demselben Dorf. Koblenz. Ich sag's einfach.
könnt ihr googeln, das ist... Ich werde es einfach wegpiepsen. Stellst dich kurz vor, was macht ihr? Wir sind Camo Media aus Hamburg. Wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte hinter uns. Sind jetzt in Hamburg eine Agentur, machen Creative, Marketing, Digital Marketing und so weiter. Aber eher so ja, im Konzernbereich, ne? Auch. Also wir sind eher im Konzernbereich unterwegs, aber auch jetzt im Mittelstand ein bisschen mehr und so weiter, genau. Sehr geil. Was ist so eine Kampagne von euch, die man schon mal gesehen haben könnte? Land Rover zum Beispiel, als der neue Evoque vorgestellt worden ist. Da haben wir die komplette Out-of-Home-Kampagne gemacht. Eins von vielen Dingen, die wir gemacht haben. Ist ja ganz schön bescheiden hier. Naja, ist alles noch klein, wenn man sich hier die Big Player anguckt, ne, auf dem Festival. Oder euch. So, jetzt habt ihr gesehen, dieses riesige Event. Viele, viele Menschen, die unterwegs sind. Wenn du selbst noch nie auf einem Event gewesen bist, ist es auf jeden Fall eine valide Strategie, auf Events zu gehen, um einfach Interessenten kennenzulernen und zu finden. Wir haben ja auch ein paar Kontakte geknüpft mit potenziellen Kunden, die ja, demnächst Beratungsgespräche bei uns haben werden. Und wir wollen einfach mal schauen, wie wir denen weiterhelfen können. Und wir können auch dir helfen, wenn du lernen möchtest, wie du mehr Umsatz machst, wenn du dein Geschäft ausbaust, vor allem wenn du Coach, Berater, Trainer, Dienstleister, Experte bist, vielleicht Agenturinhaber bist, dann geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir können dir sicherlich weiterhelfen und uns anschauen, wo du gerade stehst, wo du hin willst. Ansonsten, wir haben auch ein Buch auf www.wissenmachtumsatz.de. Kannst du das Buch bestellen, wenn du dich weiter informieren möchtest über unser Geschäft. Wir werden dich nochmal mitnehmen in einem anderen Video zu unseren Kunden, mit denen wir gestern noch essen waren, und an deren Stories mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie sie sich entwickelt haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus. Und wir verschwinden jetzt mal von hier und gehen zurück ins Hotel. Denn ich gucke mir heute Abend noch das Harry Potter Musical an. Und da muss ich mich ein bisschen fresh machen vorher.